Wann sagen wir, es losgeht? Es ist schon die ganze Zeit am Aufnehmen. Du musst dir das so vorstellen, bei der Lisa ist das so, dass Outtakes vor dem Video kommen, nicht nur im Video. Wie sagt man? Vielen lieben Dank. An dich. An dich. Ja, okay. Machen wir nochmal. Ich habe manchmal Sprachprobleme. Minimal. Auf jeden Fall hier nachher die Demo. Entschuldigung. Kein Fehler. Rest live. Bei Lisa sind das Intakes, genau. Ja, ich finde das irgendwie lustiger, ja, wenn die Sachen vorne drankommen. Dann guckst du dir das Video an und denkst so, da habe ich schon Bock drauf. Hallo Leute, wir zeigen euch mal hier kurz eine Bewegungsoption. Warte, ich mach die Anmod. Ja, stimmt, die musst du hier machen. So, meine lieben Krümel, wir sind jetzt endlich hier an dem tollen Tisch. Ich habe ja versprochen, wir zocken auf jeden Fall noch die Demo von A Song of Ice and Fire. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht verwechsel. Game of Thrones, ganz genau. Ich habe Andi wieder mit bei mir. Der erklärt euch jetzt so ein bisschen so die Figuren und die Spielzüge, so wie das eigentlich so im Spiel nachher abläuft. Dann erklären wir euch auch noch die Tokens, meintest du noch, sind auch noch sehr, sehr wichtig. Andi, dann erklär mal so ein bisschen, wie das Ganze hier so abläuft. Ja, also man hat ein Zollband, jedes Haus in seiner eigenen Farbe, was halt immer so typisch ist für Game of Thrones. Ein 12 cm, also 12 Zoll im Prinzip, die man hier bewegen kann. Die Aufstellungszone beträgt 6 Zoll für jedes Haus. Werden halt hier abwechselnd Einheiten aufgestellt. Ich habe jetzt hier eine Infanterieeinheit vom Haus Stark, um euch das zu zeigen, und gleichzeitig eine Kavallerieeinheit, damit ihr mal seht, wie sich so Einheiten bewegen können. Also die Einheiten können Manöver machen, sie können marschieren oder angreifen. Das ist letzten Endes so das Ziel der Einheiten. Das Base ist ausgerichtet mit einem Pfeil in der Mitte, der die Bewegungsrichtung angibt. Und sie haben hier links und rechts Kanten, um eine Sichtlinie zu machen, die man braucht, um zu agieren, entweder im Fernkampf, Nahkampf, Angriff oder halt in der Bewegung. Ja, also die Bewegung, Grund ist 5 Zoll bei der Infanterie, 6 Zoll bei der Kavallerie, aber die Kavallerie hat ein zusätzliches freies Manöver, um zu zeigen, welche Geschwindigkeitsvorteile sie hat gegenüber der Infanterie. Ich zeige es euch jetzt mal am Beispiel. Man holt den Zollstock, legt es an der Seite des Bases an, die Einheit kann marschieren. Das ist bei 5 Geschwindigkeit, doppelte Geschwindigkeit, wäre man statt bei der 5 auf der 10. Das ist jetzt ein Marschbefehl. Genauso gut, ich nehme die... Kann man das ausmachen, dass man doppelt, kann man das bei jedem Zug machen? Man muss halt entscheiden, mache ich ein Manöver, mache ich einen Charge oder mache ich eigentlich einen Marsch? Jetzt habe ich entschieden, einen Marsch zu machen. Ich nehme die Einheit jetzt zurück, zeige ich euch mal gleich, wie das Manöver funktioniert. Um halt die Taktik im Spiel zu sehen, ist es im Prinzip Manöver. Das Drehen des Bases um die eigene Achse ist erlaubt. Ich drehe es jetzt mal zur Mitte hin, lege das Lineal an. Marschieren können sie dann nicht mehr, weil ich habe mich für das Manöver entschieden. Dann die klassische Bewegung von 5 Zoll. Und dann darf das Base sich wieder drehen. Also es geht eigentlich darum, zum Ausrichten, fällt mir der Gegner dann in die Front, kann ich angreifen, bin ich in der Sichtweite oder muss ich halt darauf achten, weil es gibt nämlich Einschränkungen und Regeln, wird man in der Front angegriffen, in der Flanke angegriffen oder im Rücken angegriffen. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Das Ganze jetzt mal für die Kavallerie, um es zu demonstrieren. Kavallerie hat ein freies Manöver. Was bedeutet im Manöver, das Base darf sich drehen? Signal lege ich an, 6 Zoll im Grundwert und es darf sich wieder drehen. Danach hat die Kavallerie einen freien Bewegungsrhythmus, was bedeutet, sie kann nochmal 6 Zoll nach vorne. Somit ist sie schneller am Feind dran, sie kann aber auch einfacher Manöver fahren, wie in die Flanke fallen oder eine Armee umrunden, um einen Rückenangriff zu machen. Das ist halt im Prinzip der Bewegungsvorteil der Kavallerie. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man jetzt die normale Einheit sich einmal dreht, kann man nur noch die normalen 6 Zoll nach vorne gehen. Die Grundbewegung durchführen im Manöver und im Marsch ist es halt die doppelte, aber dann darf man halt kein Manöver mehr machen. Okay, und bei eine taktische Dynamik im Spiel zu haben. Und bei der Kavallerie darf man sich drehen, darf trotzdem noch nach vorne gehen und darf dann nochmal nach vorne gehen? Also man hat ein Manöver frei, das was die Infanterie eben auch gezeigt hat, das Manöver ist gemacht worden und dann hat sie nochmal eine Bewegungsaktion. Ah, okay, also mit denen kann man dann wesentlich weiter nach vorne. Ganz genau, oder halt einfacher in die Flanke, sogar einfacher in der Armee umrunden, um in den Rücken fallen zu können. Ja. Ja.
Wichtig ist bei der Bewegung der Bases, man darf sich unter freundlichen Einheiten durch das Base hindurch bewegen. Das ist erlaubt, aber die Ende der Bewegung muss halt außerhalb des Base möglich sein, sonst kann man dieses Manöver nicht machen. Also durch feindliche Regimenter darf man sich verständlicherweise nicht bewegen. Wie kann man jetzt da von der Angriffsstärke ausgehen bei den einzelnen Regimenten? Ja. Also das ist halt festgelegt, es gibt Taktikkarten für einzelne Einheiten, die kann ich euch gleich mal zeigen. Und da ist der Grundwert drauf, also ein Punktewert der Einheit, ein Angriffswert, ein Verteidigungswert, ein Moralwert und ein Bewegungswert. Und so auch die Sonderregeln, die einzelne Einheiten haben können. Sieht man das dann speziell oder ist das alles schon vorgegeben, dass man sagt, jetzt die Kavallerie hat die und die Karte und damit sind die Werte vorgegeben? Ist alles vorgegeben. Okay. Es ist auch so, dass wenn Verluste entstehen, werden halt Modelle einzeln, wie ich es hier zeige, von hinten nach vorne abgerückt. Und die Einheiten werden je nach Glied schwächer. Also wenn das hintere Glied stirbt, hat sie weniger Angriffswert. Ja. Wenn das zweite Glied so rauskommt, hat sie noch weniger Angriffswert. Und wenn halt das letzte Glied komplett entfernt ist, gilt die Einheit als vernichtet. Der Gegner bekommt einen Siegespunkt für jede vernichtete Einheit. Und ich gehe mal davon aus, dass die Siegespunkte dann auch dafür zuständig sind, ab wann man gewinnt, ähnlich wie bei Siedler von Katar. Genau, es gibt 6 Spielrunden. Ende der Runde heißt im Prinzip, wer die meisten Siegespunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Es sei denn, eine feindliche Armee ist vernichtet, dann hat der Spieler automatisch gewonnen. Oh, okay. Und jetzt meintest du vorher noch mit den Tokens. Mhm. Wie setzt man die jetzt ein? Also, es gibt verschiedene Token. Das ist der Spielrundenmarker. Da ist einer im Spiel. Ich zeige euch das schon mal am Taktbrett. Das Taktikbrett ist im Prinzip für die politischen agierenden Charaktermodelle. In dem Spiel haben wir uns entschieden, für die Königin Cersei zum Haus Lannister und die Kesselin für Haus Stark. Einmal pro Spielrunde können beide Charaktere aktiviert werden. Hier auf den Token, die ihr seht, jedes Token hat eine unterschiedliche Funktion. Charaktere werden einfach hier platziert, um dann dieses Manöver einleiten zu können. Zusätzlich hat jedes Charakter eine eigene Persönlichkeitskarte, die im Spiel auch noch weitere Effekte haben. Die Karten zeigen wir euch gleich anschließend. Spielrunden sind hier auch auf dem Taktikbrett gekennzeichnet von 1 bis 6. Zu den Token zu sagen, es gibt die Missionszielmarker, die halt verteilt werden können. Abwechselnd vom Spieler kann jeder eins legen. Genauso wird auch das Gelände aufgestellt. Die Spieler stellen das Gelände abwechselnd auf. Die vorgegebenen Tokens sind halt unterteilt in Aktivierungstoken. Das sind hier die grünen Standardinfanterie. Die werden gelegt, wenn eine Einheit aktiviert wurde. Das heißt bewegt, wenn sie marschiert ist, im Manöver oder wenn sie angegriffen hat, also in der Spielrunde abgefertigt ist. Dann gibt es noch andere Marker, wie zum Beispiel die Panikmarker, die einer Einheit vergeben werden können, wenn sie den Angriffswurf verpatzt oder ein Charakter die Sonderregel hat, schweige denn irgendwelche Auswirkungen aus den Regeln entstehen. Paniktoken bedeutet, der Gegner kann Moralwerttests wiederholen lassen. So gibt es dann die Verwundbarkeitstoken. Das Gleiche ist, man kann den Gegner dazu zwingen, Rüstungswürfe gelungene wiederholen zu lassen, um mehr Schaden zu verursachen. Diese Tokens werden ausgespielt über Taktikkarten, die Charaktere, das Taktikbrett und halt Sonderregeln einzelner Einheiten. So gibt es halt auch die Erschüttert-Marker, dass dann im Prinzip die Einheit geschwächt ist im Nahkampf, dargestellt durch das Schwert. Und die Befehlsmarker, die Hörner, sind für die jeweilige Captains. Es gibt verschiedene Charaktere der Einheiten. Hier ist es der Sworn-Captain, so gibt es auch für die Guardsmen die Leeds-Captain, die Hellebards-Captain und Leutnants, die ihr halt sehen könnt im Spiel. Siegespunkte sind von 1 bis 3 unterteilt. Also eine Einheit bekommt Siegespunkte, die man dann gewinnen kann. Bei 1 beginnt es, 3 ist maximal und wer halt die meisten hat, am Ende der Runde gewinnt. Ja. Kriegt man die Tokens jetzt einfach vorne ran ausgeteilt, dass man sagt, okay, wenn der Token jetzt aufgebraucht ist, habe ich keine Möglichkeit mehr? Oder wie wird das mit denen gehandhabt? Nein, also Token hat man in der Grundbox, sind genug Token drin, sind aus Papier, sind in Einlagen, die man rausmachen kann, was eigentlich für beide Spieler reicht. Also man kommt da nicht in Not, dass man dann irgendwann plötzlich keine mehr hat? Okay. Nein, und halt die Token sind für alle gleichzeitig bedingt. Einen Token haben wir noch vergessen. Das ist das wunderschöne Herz hier, das nicht für die liebe Cersei steht, sondern was eigentlich Lebenspunktverluste darstellt. In der Regel haben Infanteriemodelle einen Lebenspunkt, Kavalleriemodell beispielsweise hat 3. Hat das eine Verwundung oder 2 Verwundungen, werden dann jeweils 1 bzw. 2 Herzen angelegt. Wenn 3 Lebenspunkte da sind, wird dann natürlich das Kavalleriemodell
entfernt und es gilt als Verlust. So, also wir haben hier schon mal ein Szenario für euch vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, Lannister gegen Starks mit den beiden Einheiten, die wir in der Bewegung demonstriert haben. Das Taktikboot liegt hier vorne für euch aus. Die Charaktere haben eigene Karten, so wie jede Einheit. Ich nehme jetzt mal die Infanterie von Haus Stark, die Starks Wandsworth. Wie ihr sehen könnt, die Einheit ist halt bildlich dargestellt. Das Hauswappen ist darauf zu erkennen. Der Bewegungswert am Fuß dargestellt, oben in grün, die 5 Zoll, die wir eben sagten. Das Schwert bedeutet den Angriffswert, also die treffen auf die 4 plus bei einem W6. Die Farben bedeuten die Ränge, die wir eben erklärt haben. Sobald die Einheit vollständig ist, grün. Fehlt ein Rang, wird es gelb, also nur noch 6 Würfel. Und die letzte hat dann nur noch 5, um halt die Verwundbarkeit der Einheit zu zeigen. Das Schild bedeutet den Rüstwert, auch bei 4 plus, um Schaden abzuwehren. Die Fahne ist der Mutwert, der gewürfelt werden muss. Der Mutwert muss gewürfelt werden, wenn Verluste erlitten werden. Hier stehen dann die Sonderregeln der einzelnen Einheit drin. Die werdet ihr jetzt gleich im Spiel gezeigt bekommen. Denn die Einheit werden wir jetzt einsetzen. So. Der Thron ist hier auf Seite von House Stark. Was bedeutet, House Stark hat die Initiative. Der Angriff House Stark auf die Einheit der Lannisters folgt mit einem 6 plus ihres Bewegungswertes. Eine 3 plus die 5 wäre bis zu einer 8, damit ihr das sehen könnt. Also der Angriff ist geglückt. Das Base muss entweder direkt in Kontakt Front zu Front sein. Man kann sich auch entscheiden, die Hälfte zu nehmen. Hätte den Vorteil, sie sind weiter entfernt von einer feindlichen Einheit, falls der Gegner nachher vorhat, in die Flanke zu fallen. Somit entscheidet sich eigentlich, was man wählt. Wir lassen sie jetzt mal frontal reinlaufen. Die Einheit wird angeführt von einem Swan Captain, sehr schön von unserem Dominik bemalt, der gleichzeitig ein Charaktermodell ist und auch seine eigene Karte dazu hat, mit seinen Sonderregeln, was er in der Einheit verursacht. So, die Einheit hat erfolgreich angegriffen. Der Angriffswurf war keine 1. Wenn man eine 1 würfelt, darf man keine Rerolls machen. Ansonsten dürfen misslungene Angriffswürfel wiederholt werden, um die Einheit, die angegriffen hat, zu belohnen. Wie ihr eben sehen konntet, ist die Einheit vollständig, das heißt, sie hat 8 Würfel. Das sind 2, 4, 6, 8 wie 6 Würfel. Die Sonderregel des Swan Captain verursacht ein Verwundbarkeitstoken, was gelungene Rüstungswürfe wiederholen lässt. Den bekommt die feindliche Einheit angelegt. Jetzt nehmen wir die Würfel. Wir versuchen unser Glück auf die 4 plus. Das wären in dem Fall nur 3 Treffer, aber durch des erfolgreichen Angriffs darf ich die Misslungen wiederholen. Und bekomme insgesamt 5 Schaden, wie ihr sehen könnt. Jetzt muss das Haus Lannister mit den Würfeln gegenhalten. Haus Lannister hat einen Rüstungswurf von 3 plus. Ich nehme kurz mal die Karte, damit ihr sehen könnt, dass das andere Haus auch seine Karten hat in entsprechender Hausfarbe. Sie haben insgesamt bei dem guten Rüstungswurf nur einen verloren, was bedeutet, ein Mann geht von Bord. Sie müssen einen Moralwert machen. Ich hole die Karte euch bei. Ihr seht, dass der Moralwert dieser Einheit bei 7 liegt. Also, wir versuchen unser Glück, die Zahl zu erreichen. Es ist eine 6 geworden, dadurch geht noch ein zweiter Mann. Und der Swan Captain, der den Verbundbarkeitstoken gelegt hat, gibt diesen aus und lässt die erfolgreichen Rüstungswürfe von Hearthstar wiederholen. Da wären jetzt noch 2 weitere, die den Rüstungswurf nicht geschafft haben. Und somit ist der hintere Rang ausgeschaltet. Das war jetzt das Beispiel für eine Runde. Was wir euch noch zeigen können, ist, wenn die Einheit zurückschlägt, die Einheit der Guardsmen besitzt 6 dieser Angriffswürfel. Sie haben weniger wie Haus Stark, dadurch, dass sie auch stärker gerüstet, also gepanzert sind. Sie haben ein besonderes Charaktermodell, der Mountain, also Gregor Clegane ist dabei, um zu sehen, welchen Effekt er hat. Sie haben einen Rang verloren, was bedeutet, sie besitzen nur noch
5 Angriffswürfel. Das ist jetzt für die normale Einer. Die Guardsman schlägt zu, trifft auch auf die 4 Lus, aber sie darf nicht wiederholen, da sie im Nahkampf ist und nicht angegriffen hat. Sie sind immerhin 4 Verwundungen. Haus Stark mit seiner Rüstung muss die auf einer 4 Lus halten. Sie sind 2 nicht gehalten, somit verliert Haus Stark 2 Einheitsmodelle. Jetzt kommt noch die Sonderregel des Mountain hinzu, der halt verschiedene Regeln hat, ob er zu Fuß ist, in der Einheit angegliedert ist oder auf seinem Pferd unterwegs ist. In der Einheit des Guardsmen verursacht er D3 Wunden, der D3 ist im Spielset dabei und das bedeutet tödliche Wunden, die den Gegner sofort ausschalten ohne Rüstungswurfmodifikation. In dem Fall eine 2 und somit gehen 2 weitere und haben es auch den letzten Rang verloren, müssen jetzt noch den Moralwert bestehen. Die Einheit besitzt den Moralwert von 7 und sie wirft den Würfel. Nur eine 4, was euch jetzt zeigen kann, dass ein schlechter Moralwurf massive Auswirkungen hat. Das heißt, 3 weitere gehen. Der Mountain hat die Sonderregel als besonderes Charaktermodell, dass er einen Panikmarker verursacht. Also er ist furchteinflößend bei seinem Feind. Er könnte den Moralwert durch Ausgabe des Panikmarkers wiederholen lassen, aber der Moralwert ist schlecht geworfen. Das würde in dem Fall keinen Sinn machen. Wenn er ihn ausgibt, ich zeige es euch mal gerne, sagt er so, der Feind muss den Wurf wiederholen. Einen Würfel davon. Der geht übers Ziel hinaus. 3, das hätte im Prinzip bedeutet, es wäre einer weniger gegangen. Von daher hätte es keinen Sinn gemacht, in dem Fall den auszugeben. Ja, jetzt habt ihr mal so eine grobe Vorstellung, wie es funktioniert im Nahkampf. So, jetzt erklären wir euch noch den Einsatz und die Wertigkeit des Taktikboards. Haus Stark hat immer noch den Drohnen, heißt es kann beginnen. Die Einheit ist ziemlich geschwächt und hat eigentlich nur noch eine geringere Schlagkraft. Ein Mann ist in der 2. Reihe, das bedeutet, sie haben noch 6 und sind den 5 verblieben. Aber wir werden die Sonderregel von Stark Fury einsetzen. Was bedeutet, sie bekommen plus 1 auf Trefferwurf und kritische Treffer. Das ist so, dass die Einheit dann auf die 6 den Schlag verdoppelt. Zusätzlich wird die Einheit aktiviert, denn sie haben eben gekämpft. Beide Einheiten bekommen einen Aktivierungstalk, um zu zeigen, damit sie abgehandelt sind. Und jetzt wird Catherine Stark eingesetzt, die eine eigene Taktikkarte hat. Und sie wird ihrer freundlichen Einheit angeschlossen. Was bedeutet, ich setze sie hier aufs Taktikfeld der beiden Schwerter, schließe sie der Einheit an. 2 Schwerter bedeuten, man hat einen entweder zusätzlichen Angriff oder hat freien Nahkampf. Haus Stark durfte zuerst wählen, sie konnte sich das aussuchen. Sie ist der Einheit angeschlossen, die Einheit gilt durch ihre Sonderregel als vollständig. Also alle 8 Würfel, als wären die Ränge vollständig, sind eingesetzt. So ist halt der Vorteil eines Taktikboards, um Einheiten letzten Endes ja, zu beeinflussen. Dann nehmen wir wieder unsere 8 Würfel. Die Einheit ist jetzt gepusht, wie man so schön sagt, und trifft statt auf die 4 auf die 3 plus. Wiederholen darf sie nicht, da der Nahkampf ja schon stattgefunden hat. 6 ist eine dabei, ist für die Einheit als kritischer Treffer, was bedeutet einen zusätzlichen Schadenswürfel. So, jetzt muss das Haus Lannister wieder auf seine Schwerrüstung von 3 plus reagieren. Und sie haben 3 nicht geschafft, das heißt 3 weitere Modelle sind aus der Einheit gefallen. Der Captain darf auch in dieser Runde den Verwundbarkeitstoken ausgeben. Und das bedeutet, Haus Lannister muss die erfolgreichen Würfel wiederholen. Sind jetzt bei 3 plus noch 2 weitere Modelle. Und somit ist die Einheit schon ziemlich geschwächt. Was jetzt der Moralwert entscheidet, sehen wir anschließend. 2 Würfel auf den Moralwert, um zu schauen, ob sie es schaffen. Je höher, umso besser. 2 Vieren ist eine 8. Das bedeutet, sie haben den Moralwert geschafft und es gehen keine weiteren Modelle. Haus Stark hat für diese Runde die Einheit aktiviert, gleichzeitig das Taktikboard bedient. Somit wäre dieser Nahkampf für Haus Stark erledigt. Sie können in dem Fall nichts mehr machen. Die nächste Option wäre, mit einer weiteren Einheit anzugreifen. Haus Lannister wurde schon aktiviert, aber hat noch ihre Königin, die schöne Cersei, die ihr Taktikboard bedienen kann. Sie ist besonders stark mit ihrer Karte, die zeigen wir euch auch, im Einsatz auf die Königskrone. Der Spieler setzt sie auf die Krone, gibt sie der feindlichen Einheit zum Anliegen. Sie verursacht einen Moralwert von -2. Gleichzeitig, da sie den Thron beherrscht, sind es -3.
Was bedeutet, bei 7 muss man eine 10 oder mehr erreichen. Aber der Mountain verleiht in dieser Runde immer noch den Panik-Token, um den Wurf zu manifestieren. So, der Wurf war sehr schlecht, wie ihr seht. House Dark ist mutig heute im Angriff, aber leider etwas schwach in der Moral. Von 10 bei 3 sind 7 Modelle. Der Einheit besitzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 2 über. Was bedeutet, in dem Fall gilt die Einheit Stark als vernichtet. So habt ihr gesehen, dass Haus Lannister diesen Einsatz gewonnen hat. Jetzt seht ihr noch mal kurz in der Nahaufnahme das Taktikboard, was eigentlich die Befehlshaber, die politische und intrigenhafte Taktik des Spieles ist. Ihr habt halt hier die Krone, die Einfluss hat auf den Moralwert. Manche Charaktere haben halt mehr Einfluss auf einen Token wie andere. So hat jeder seine Spezialfähigkeit. Der Beutel bedeutet, man darf 3 Wunden zurückholen. Ich demonstriere es euch kurz anhand dieser Einheit, die ich hier hinstelle. 3 Wunden sind in dem Spiel Modelle. Somit lassen sich Einheiten wieder auffüllen. Also wenn ein Charakter es besetzt, können 3 Wunden, 3 Soldaten wieder hinzugefügt werden, um das am Leben zu erhalten. Und gleichzeitig darf man ein Token, was wir eben im Spiel hatten, wie der Verwundbarkeitstoken oder den Moraltoken, darf man einen davon entfernen. Wir lassen mal den Verwundbarkeitstoken wegmachen und dann muss die Einheit keinen Rüstungswurf wiederholen. Das ist im Prinzip das Besondere an dem Beutel. Gleichzeitig gibt es hier noch den Brief, den man einsetzen kann. Dann bekommt man von den Taktikkarten, die ich euch gleich zeige, 2 zusätzliche. Man beginnt immer mit 3 pro Seite und kann halt auch einer der Condition-Token, in dem Fall der Panik-Token, von seiner Einheit entfernen. Das ist eigentlich ein Modifikator. Das Schwert, was ihr eben schon gesehen habt, erlaubt eigentlich einen zusätzlichen Kampf, weil eine Einheit, wenn sie aktiviert ist, ja nur quasi einmal kämpfen kann. Dieses Token hier mit dem Pferd bedeutet, man darf eigentlich ein freies Manöver machen, um eine freie Bewegung zu bekommen, was auch die Kavallerie kann. Ja, das soweit zum Taktikbrett. Die Taktikkarten sind verschiedene. Mit dem Wappen sind es halt hausinterne. Gleichzeitig gibt es Taktikkarten zu den Charakteren. Wie ihr sehen könnt, sind ihre Bilder darauf. Von House Stark, das wir eben hatten, für Robb Stark, den Chamberlain Umber zum Beispiel. Und die klassischste Karte, Winter is Coming. Sehr passend zu Stark, zeige ich euch schon mal. Wir haben sie schon auf Deutsch übersetzt. So könnt ihr lesen, wenn eine feindliche Einheit einen Sturmgriff ansagt, darf der Gegner keine Taktikkarte spielen. Taktikkarten sind halt Aktionskarten oder Reaktionskarten. So kann auch, wenn man angreift, kann der Gegner Taktikkarten spielen, um auf den Angriff zu reagieren. Und halt, dann hat es noch Modifikationen, wenn man eines der Token betrifft, in dem Fall die beiden Schwerte, die ich euch eben gezeigt habe. Und erfolgreich angegriffen hat, gerät im Prinzip der Gegner in Panik. Was bedeutet, er bekommt einen der Panik-Token. Und so haben auch zu den Taktikkarten nicht nur individuelle Charaktere eigene Taktiken, sondern jedes Haus hat eigene Taktikkarten mit eigenen Regeln. Was sehr bekannt ist, ist halt, dass Lannisters in Moral sehr stark sind und Widerstand. Defensiv gespielt werden, haben sie auch dann geeignete Taktikkarten, um die Strategie zu unterstützen. Genauso wie House Stark Taktikkarten hat, um ihre offensivere Taktik zu unterstützen. Soweit erstmal zu den Taktikkarten. Wenn ihr sie im Einsatz sehen wollt, dann kommt gerne mal zum Probespiel vorbei. Hier im Dragonlord, wendet euch an den Manuel oder an mich und dann seht ihr sie auch im Einsatz mit den einzelnen Einheiten. So, Andi, vielen, vielen lieben Dank, dass du das hier alles vorgestellt hast, dich dahingestellt hast, mir das erklärt hat, euch das erklärt hat. Ich finde es mega genial, ich freue mich da richtig drauf. Wir haben jetzt aber gesagt, wenn wir jetzt noch eine Runde spielen, das sprengt so langsam ein bisschen den Rahmen. Wenn ihr also Bock darauf habt, dass wir mal eine Runde Song of Ice and Fire, ich krieg's nicht zusammen, Song of Ice and Fire zusammen mal zocken, macht auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich wahnsinnig interessieren. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zu dem Spiel habt, auch ab in die Kommentare. Wir versuchen euch das so gut wie möglich irgendwie zu beantworten. Vielen lieben Dank an dich. Ja, sehr gerne. Es hat mir gut gefallen. Mir auch. Und ich hoffe, wir sehen euch, Leute. Also entweder ihr entfacht das Feuer der Begeisterung oder bleibt cool wie das Eis in dem Spiel, wie es euch beliebt. Herzlich willkommen. Ich liebe diesen Jungen, das ist Wahnsinn. Das ist so geil. Der hat so geile Sprüche drauf, das ist Wahnsinn. Also mit dir auf jeden Fall immer wieder liebend gerne. Ja, gebe ich gerne zurück. Dankeschön. Okay, wie gesagt, abonnieren, kommentieren, Like nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss. Ciao.